Hallo Leute und willkommen zurück zu einem interessanten Kampf hier in Final Fantasy 4. Ich schlage mich hier gerade durch diese Bahamut-Höhle, habe ich ja gesagt, dass ich erstmal ein bisschen kämpfe und ihr das nicht alles sehen müsst und so. Habe auch schon zwei Kisten eingesammelt und bin jetzt hier irgendwie in diesen Kampf reingerasselt. Und den fand ich ganz interessant. Deswegen mache ich mal einfach weiter damit. Und beschwöre nicht Asura, sondern mal Leviathan. Auch wenn ich gar nicht weiß. Wir analysieren den mal. Was der so nicht mag. Ich weiß gar nicht, was das für ein Vieh ist. Aber da die Musik sich auch so verändert hat, frage ich mich, ist das Bahamut vielleicht, auf den wir zufällig gestoßen sind? Das wäre ja sehr interessant, so kann man es auch nennen. Vielleicht magst du mal angreifen, so? Und du magst mal ganz schnell heilen. So, greif an, greif an, greif an. Schnell heilen. Noch sind wir dabei. Wir sind dabei. Und wir beschwören Leviathan in der Hoffnung, dass er uns helfen mag. Sehr schön. Den haben wir auch gerade erst neu ergattert. Das sieht immer so geil aus. Selbst für die alten Verhältnisse. Aua. Das fand er nicht so witzig. Wir brauchen mal wieder Protes. Ne, wir haben noch Protes. Okay. Magst du mal wieder ganz schnell sie wieder beschwören? Die brauchen wir nämlich. Oh. Hallo. Ich sehe nichts. Wir greifen an, wir greifen an, wir greifen an. Autsch. Da ist sie wieder, die Rydia. Die brauchen wir auch. Komm, weiter draufhauen. Und der kontert. Autsch, autsch, das kann wehtun. Ich mach mal Asura. Die... Bitte nicht. Die kann nämlich sehr gut helfen. Und da ist er auch schon tot. Ihr werdet es gleich sehen, wenn wir es schaffen. Wenn wir es schaffen. Oh Gott, bitte schaff es. Ja, sehr schön. Denn Asura macht was ganz Tolles. Das habe ich offline bemerkt. Es belebt alle wieder. Das ist Asuras Segen. Und das finde ich super. Ach, komm schon. Sind alle wieder da? Wieso sind nicht alle wieder da? Warum? Warum? Mach Titan. Komm. Sieh zu, Mädel. Mädel, Mädel, Mädel. Oh, nicht geschafft. Gruppe wurde ausgelöscht. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt Bahamut war. Der sieht auch so Bahamut-mäßig aus. Das Schöne hier ist in der Höhle des Bahamut, dass man irgendwie direkt hier an denselben Stellen wieder weitermachen kann, ist mir aufgefallen. Hier sind nämlich sehr schwere Gegner drin, ne? Und ich rüste ihn mal hier mit dem Genji-Helm aus. Oh, was anderes bleibt mir gerade nicht übrig. Ich glaube, das war Bahamut. Das könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht nochmal einmal vorher heilen. Wenn das denn überhaupt geht. Nee, denen geht's allen gut. Mehr können wir nicht machen. Was stand hier? Eine gewisse Anspannung liegt in der Luft. Oh ja, das... Doch, kann man so sagen. Ja, da kommt er wieder, wenn man hier hingeht. Das ist komisch. Machst du bitte wieder Protes auf alle? Du beschwörst mal direkt Titan. Und du machst mal einen Segen auf alle. Das ist super wichtig, glaube ich, mit dem Protes. Ich weiß nicht, was man noch machen könnte. Link vielleicht? Wir brauchen irgendwas, was uns die ganze Zeit eigentlich mal heilt. Vielleicht mal Valum? Oder so? Konfus wird nicht... Hast vielleicht könnte helfen. Hast?
Ich weiß halt nicht, auf was er anfällig ist, aber habe auch gerade irgendwie nicht die Zeit, ihn zu analysieren. Wir werden es einfach mal rauskriegen, so. Titan hat bisher immer gut geholfen. Oh ja, Titan war gut. So, Vitra auf alle. Du greifst an. Kannst du... Greif einfach an. Beschwör mal wieder. Wir machen nochmal Titan. Titan hat gut geholfen. Autsch, autsch. Das tat Cecil weh. Da kontert das Vieh auch schon wieder. Erzengel wäre vielleicht besser gewesen. Oh oh. Nochmal Titan. In der Hoffnung, dass es hilft. Das ist bestimmt Bahamut, weil der hier halt voll reinplatzt. Und so mega stark ist. Außerdem ist es ja seine Höhle. Das heißt, er könnte ja theoretisch überall auftauchen, oder? Aber ich weiß auch gar nicht, was gegen den hilft. Kontert er wieder? Nein. Du kannst mal wieder Protes machen. Oh, das war gut. Gleich zweimal hintereinander. Es wird aber für Cecil nicht helfen mit dem Protes, aber vielleicht noch für Rosa und so. Die haben aber noch Protes, okay. Noch hat er seine Mega-Waffe nicht gemacht. Ich wundere mich ein bisschen. Und ich glaube, dass ich den Kampf schon wieder nicht schaffe. Ich glaube, ich werde mir dann nach einem Cut mal Tipps holen. Komm, heilen, 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 heilen. Nein! Vielleicht hilft ja auch Odin mit sofortigem Tod, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ja, wir können auch kontern und er kontert auch. Oh oh. Das war's wieder mit Cecil. Aber wir sind schon besser geworden als gerade eben eigentlich, auch wenn wir nicht mehr mit allen gerade kämpfen. Ich verstehe nur nicht, warum dieses Asura, die nicht wiederbelebt. Das hat sie schon mal gemacht. Da waren alle wieder da. Ich glaube, da war das, dass einer nur noch lebte, aber das wäre ja auch krass. Das, sehr schön, dass einer nur noch leben muss dafür. Das wäre sehr gemein. So, Erzengel bitte. Und beschwören. Ich mach mal Ramo. Wenn ich es denn überhaupt schaffe. Oh, der ist aber auch stark. Ich weiß nicht, ob die Rydia das jetzt alleine noch packt. Aber ich glaube nicht. Obwohl wir gut drauf gekloppt haben. Ah, 1599 ist nicht viel. Kannst du... Nee. Das war's wieder. Die Gruppe wurde ausgelöscht. Aber wir sind Gott sei Dank nicht weit weg. Ich muss jetzt nicht irgendwie irrsinnig weit nachspielen. Ich hole mir mal, nachdem ich das hier wieder ausgerüstet habe, ein paar Tipps, wie ich den Klopper hier klein kriege. Bis gleich. Da bin ich wieder, Leute. Bahamoth, so heißt der Gegner, habe ich herausgefunden, mit dem wir es hier zu tun haben. Und ich habe mir tatsächlich ein paar Notizen nebenbei gemacht, bevor es jetzt zu denen erstmal geht. Ich muss mich erstmal um die hier kümmern, sonst wird das nichts. Kannst du den mal wiederbeleben, bitte? Weil eigentlich wollen wir jetzt uns um Bahamoth kümmern. Kann ja nebenbei erzählen. Das ist tatsächlich einfach nur ein Zwischengegner hier in der Höhle. Also es ist nicht Bahamut. Aber er gehört zu den stärksten Gegnern, die wir hier haben in dem Spiel. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass ich gerade so meine Probleme mit ihm habe. Und mir fehlt gerade Edge.
Der wird jetzt mal wieder belebt hier. Ja, sterben wieder alle schön. Das ist ja nett. Das ist ja total nett. Wen darf ich wieder beleben? Den Edge. Wir greifen aber auch weiter an, meine Lieben. Olle, du kannst schon mal gehen. Und du hoffentlich jetzt auch. Geht doch. Einfach hier meine Leute töten, das geht ja gar nicht. Und das, wo wir uns doch gerade um die kümmern wollen, die wirklich wichtig sind, nämlich den Bahamoth. Und das können wir natürlich nur, wenn wir auch startklar sind. Mit wem heile ich denn mal? Ich mach's mal wieder mit Cecil. Gib jetzt mal einfach volle Power. Okay. Überall Full Power. Wie sieht's eigentlich aus mit unserem Äther? Brauchen wir da nochmal was? Ich weiß es nämlich nicht. Äther haben wir noch. Wir haben noch genug Äther. Ich gebe ihm mal welches. Ihr natürlich auch. Und nochmal so. So. Okay, dann ab zu ihm. Der ist nicht einfach. Wir kloppen weiter drauf. Wir beschwören Titan. Wir benutzen Weißmagie und Protes. Und weiter draufhauen. Wir machen Blink. Und wir sollten auch Gemach mal probieren. Das sind auch ein paar Sachen, die ich mir selber so gedacht habe, weil das Vieh kontert halt einfach immer. Deswegen ist es nicht so einfach. Wirf mal Shuriken. Toll, hat ja wieder nicht geklappt hier. Werfen. Immer noch Shuriken. So. Machst mal die Lebenshymne eben nebenbei. Blink bitte. Auf Fessel. Und, du beschwörst wieder. Puh. Den Titan. Und du wirfst wieder deine Schuriken. Sehr schön. Währenddessen Sesse vielleicht gerade mal nicht angegriffen wird, greifen wir weiter an. Oh ja, und das klappt ganz gut. Und zieht aber auch genauso viel ab. Deswegen immer schön heilen nebenbei oder wiederbeleben. Titan. Was brauchen wir noch? Gemach wollte ich noch machen. Dann wollte ich noch eine Weidenfertigkeit machen. Ich weiß gar nicht, ob wir die haben mit Edge. Reichszwecke soll auch helfen. Das werden wir auch gleich mal ausprobieren. 46.000 LP hat der Bahamoth. Wollte ich mal erwähnt haben. Das ist natürlich nicht schön. Ja, du kannst alle wieder heilen, aber eigentlich, was wir brauchen, ist eine Wiederbelebung. Titan mache ich wieder. Warte, warte, warte. Erzengel auf Edge, den brauchen wir. Ich mache mal Bio, in der Hoffnung, dass es klappt. Das war vielleicht nicht so gut, denn der kontert. Also er kontert alle physischen Angriffe und er kontert Magie. Mit Magie kontert er wahrscheinlich mit seiner Megapower, was auch immer, Attacke. Deswegen soll man sich danach halt auch sofort wieder heilen. Ich weiß nicht, ob... Ja, Cecil ist noch aktiv. Vielleicht haben wir Glück und der macht das weiter. Aber er wird jetzt kontern, oder? 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 Es geht sogar. Ja, machen wir weiter damit. Oh, das zieht ab. Das ist gut. Gift wirkt auch. Sehr schön. Oh, oh. So, wir brauchen Ninja-Künste. Wir brauchen Reißzwecke. Ab damit. Abfahrt. Ich bin hier ganz schnell dabei. Noch hat er uns nicht. Nicht wirklich verletzt. Das kommt vielleicht noch. Titan war schon eine gute Idee von mir. Titan wirkt eigentlich bei solchen Kloppern ja gerne mal. Jawohl. Und du machst bitte mal Blink auf Edge.
Können wir mal ein Item werfen? Wir haben doch hier so viele schöne Sachen. Mondschleier. Genau, benutzt das einfach mal. Ich will das einfach mal werfen. Hier, Shuriken. Beschwören Titan. Und gemacht. Wollen wir auch nochmal ausprobieren. Gesagt. Dann machen wir nochmal einen Segen. Boah, ich bin jetzt aber auch schnell hier dabei. Wir greifen an. Kuma-Shuriken. Und immer noch. Da hat er gemacht bekommen von uns. Das findet er bestimmt nicht so toll. Aha, hat nicht gewirkt. Wir kontern. Den kriegen wir platt. Diesmal kriegen wir den platt, meine Freunde. Lass mich hier nicht veräppeln. Jawohl. Sehr gut. So, wir beten mal. Und machen nochmal Blink auf Fusoya selber. Da hat er nämlich auch noch nicht. Und wir machen die Ninja-Künste Reißzwecke. Beschwör mal weiter. Es klappt ja ganz gut hier mit Titan. Warum also die Strategie ändern? Was können wir denn machen? Passt vielleicht nochmal. Und Schwarzmagie. Entzug. Und wir greifen an. Ja, sehr schön. Da ist man mal wieder stolz auf sich hier. Lydias Stufe, Fusoyas Stufe, alle leben noch. Das war viel, viel besser. So muss das laufen. Das haben wir geschafft. Und das einfach nur als Zwischengegner. Unglaublich. Ja, gehen wir ruhig in die Ecke hier. Wer weiß, ob hier noch was ist. Nee, dann gehen wir hier jetzt durch. Wo kommen wir an? Untergeschoss 3. Ich glaube, hier werden wir auf Bahamut treffen, unseren eigentlichen Gegner. Ja. So, jetzt beschwören wir mal die Sylphen. Why not? Das wollten wir die ganze Zeit schon mal sehen. Man hätte übrigens auch von Bahamoth noch ein Stirnband klauen können. Sehr schön, Edge. Da kommt ein Blitzschlag auf uns zu. Da kriegen wir unser Protest. Damit ihr die Sylphen mal seht, das ist nämlich total schön. Windgeflüster machen die. Total süß. Und die heilen uns und machen Schaden. Das ist doch schön. So. Kannst du jetzt mal sterben? Du doofes Ding. Ich glaube, ich mache mal was mit Wasser, weil die ja blitzanfällig sind. Da hole ich mir den Leviathan mal am Start, ne? Oh, da ist jemand gestorben. Den holen wir uns mal wieder. Och, Manno. Sterben die mir hier weg. Gleich kommt Leviathan. Der hilft uns. Wenn wir das mit Bahamut schaffen, ne? Dann... Oh. Die sind aber ordentlich stark hier. Was ist los mit denen? Was ist los mit euch?
Na also, einer ist schon mal weg. Cecil, kümmere dich mal um den nächsten. Damit er auch endlich mal weggeht. Konter verheddern. Er wurde verheddert. So, wir greifen wieder normal physisch an. Das muss doch zu schaffen sein, dass der endlich mal hier stirbt. Dieses komische Schlangenvieh. Gibt's schon wieder hier gar nicht. Wie wär's mit Eifra? Steh mal wieder auf, Edge. Achso, die sind vergiftet oder was auch immer. Glaube ich. Kannst du vielleicht mal Sandschuss machen auf das Vieh? Das wäre auch cool. Okay, der kann das schon gar nicht mehr machen hier. Ach, Gott sei Dank. Haben sie es dann doch noch im Hintergrund mal geschafft hier? Schon überlegt, was ich jetzt mache. Nächstes Mal Rache des Zeus. Edge-Stufe ist angestiegen. Oh, was für ein Gekämpfe hier im Moment. Die hauen aber auch rein. So ein Speicherplatz wäre nett. Mal. Aber kriegen wir nicht geschenkt? Nö. Nö, wieso auch? Jetzt kommt so eine Olle wieder. Die machen wir fertig. Ja, dem Cecil geht's wieder besser, aber eigentlich sollte das auf Lydia gehen, damit sie gerade nicht stirbt. Da hatten wir wohl Pech. Komm, Cecil, klopp drauf. Dankeschön. Ach, was würde ich jetzt gerne speichern? Aber nein. So, Heilportion. Mal allen geben. Da geht es irgendwie runter. Jetzt muss ich wieder hier so eine Runde laufen. Echt, so gemein teilweise auch hier von den Wegen. Nein, was ist das für ein Vieh? Ich weiß es nicht. Lähmung. Ich mache Reißzwecke in der Hoffnung, dass es irgendwie hilft. Und Protest auf alle, weil ich das Vieh nicht kenne. Und beschwöre Eifrit. Ich weiß nicht, was das ist. Sieht gruselig aus. 6070 hat er abgezogen. Das finde ich gut. So. Wir analysieren den mal. Ich denke, das ist nicht unbedingt das Schlechteste. Zielen. Schwächen. Feuer und Eis, wie es aussieht. Okay. So, jetzt heilen wir mal erstmal den... Oh nö, es hat nicht geklappt. Haben wir nicht Eifrit sogar beschworen? Ja! Das ist gut. Was für ein Glück. Und was für starke Gegner. Um an Bahamut zu kommen, wissen wir das aber. Müssen wir uns durchschlagen. Und abziehen, abziehen, abziehen. Genau, du machst mal eine Lebenshymne nebenbei, dann können wir das vielleicht auch weiterschaffen. Schwarzmagie, ich kann nichts tun, ich brauche unbedingt mal Äther. Ich benutze mal einen Turbo-Äther. Und du beschwörst nochmal Eifrit. Und du machst deine Ninja-Künste, und zwar Brand. Ach, der Fusoya ist schon wieder tot, das ist ja blöd. Ja, Feuer und Eis wäre schön. Ein etwas längerer Part. Mal wieder hier. Es tut mir leid, aber die Kämpfe will ich auch ungern unterbrechen.
Wenn wir den geschafft haben, dann sind wir auch schon wieder ein gutes Stück weiter, glaube ich. Es geht soweit allen gut. Weiter angreifen, bitte. Ja, sehr schön. Da war er hin. Rosas Stufe ist angestiegen. Och, nö. Nein. Och, der schon wieder. Und ich habe doch nicht gespeichert. Leute, ich mache einen Cut und ich versuche es einfach offline. Und ich sag euch dann im nächsten Part, ob ich es geschafft habe oder nicht. Echt, danke fürs Zuschauen und bis dann.